Wenn es sein muss. Ja, weiter. Oh, jetzt haben wir den Ettin. Nein, haben wir noch nicht. Mögen die Götter mich schützen! Sein. Was? Ich tu's. Na komm, locken wir mal einen Ettin an. Kann ich sicher. Der kriegt auch ein. Sag, was du von mir willst. Ich mag mir meine Fall. In deinem Blut. Das war ein Ettin. Wie kann ich in Ordnung? Euer Ende ist nah. Taten undeutlicher sprechen als Worte. So, und die Orks, die sind so reich geklappt von den Feuerbällen. Ist etwas nicht in Ordnung? Und nicht mehr lange, dann haben sie ihre Stunden ausstehen. Ja, vorwärts! Was ist los, wenn es sein muss? So, dann holen wir uns den nächsten Ettin hier drüben mal. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Woran, wenn es dein Wunsch ist? Er hat keine Lust. Jetzt hat er Lust. Ja? Immer bereit, jawohl. So, und auf den letzten hetzen wir Hagrim. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut. Dein Befehl? Es soll geschehen. Der den Ettin eigentlich fast alleine platt macht. Ja, und wer es nicht ganz checkt gerade. Wir sind jetzt unterhalb der Brücke, über die wir nach Dawntief rein sind. Ja, es soll geschehen. Kalabaks Tagebuch, weil das eingestürzte Ding haben wir von oben gesehen. Ich kann es euch nachher mal zeigen. Können wir die Axt identifizieren? Nein. Aber das hier, das sollten wir identifizieren. Streitachs der Müdigkeit. Bei einem Treffer besteht eine 20%ige Chance, das Ziel für 2 Runden zu verlangsamen. Gut, und ein Tagebuch. Ich fürchte, dass man mich hereingelegt hat. Bandorf sagte mir, wo sich die Tür zur Schmiede befindet, doch ich konnte sie nicht finden. Ich wollte heute Abend weitersuchen durch eine Gruppe von Ettins, hat ihr Lager in einem Gang nördlich von hier aufgeschlagen und ich bin nicht in einem Zustand, in dem ich an ihm vorbeirennen könnte. Hoffentlich bietet sich noch eine weitere Gelegenheit, die uralte Versammlungshalle der Zwerge zu suchen. Vorhin habe ich ein paar Unterlagen über einen Raum gefunden, der innerhalb dieser Gemäuer liegt und zum unteren Teil der Anlage führt. Ich vermute, dass sich der Raum hinter dieser Tür verbirgt, die ich noch nicht gefunden habe. Als wäre all dies noch nicht schlimm genug, habe ich denselben Unterlagen entnommen, dass dieser Raum ein Rätsel enthält, das Eindringlinge daran hindern soll, den Friedhof und die Schmiede zu entdecken und zu entheiligen. Vielleicht kann mir Bandorf weiterhelfen. Sag, was soll geschehen? Ja. Das können wir gerade mal nutzen, um zurück zu Bandorf zu gehen. Und ihn über das Tagebuch auszuquetschen. Weil scheinbar hat uns Bandorf nicht alles erzählt. In Ordnung. Also ja, wir haben die Türe bereits gefunden und auch einen Hammer. Mit dem wir allerdings nichts anfangen können.
Und scheinbar scheint es hinter der Türe eine Falle zu geben. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, das, was wir bis jetzt hatten, war der angenehme Teil von Oberdorntief. Sofort. Also, ihr seht da unten eine eingestürzte Brücke, die tief im Abgrund unter der jetzigen Brücke liegt. Da haben wir das Tagebuch gerade gefunden gehabt. Oh, wo kommst denn du her? Wie kann ich helfen? Stirb! Weiter! Okay, das heißt, die Mykonyden hier sind auch respawned. Die Ettins sind respawned. Ist alles hier respawned, oder was? Dein Befehl? Ja. Achso, du bist eingeschlafen. Diese müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ich schlag dich in Stücke. Ich fürchte mich. Sag was sofort. Ich bin hier. Ja, in Ordnung. Und dann. Ja. Okay. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Vorwärts. Das ist jetzt mal richtig garstig, dass hier das Zeug einfach mal wieder aufgetaucht ist. Vor allem so viele Ettins auf einmal. Es soll geschehen. Kann ich helfen? Meine Gefangenen! Ja, es soll geschehen. Das Gute ist, Ettins lassen sich leicht verarschen, weil sie auch nicht die schnellsten sind. Ich fürchte, ich hatte es erwischt. Ist etwas nicht in Ordnung? Ach, und die Ettins und die Mykonyden, die können sich auch schon wieder. Nein, wie weiter? Mein Quicksave machen, sicherheitshalber. Ah, das Problem ist, hier unten sind jetzt Mykonyden, die wir hätten erst ausschalten sollen. Wie viele Mykonyden da unten sind. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Wo zur Hölle? Du hast Furcht? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wo rennst du hin? Spür meine steinerne Klinge! Ja? Was ist los? Ja. Nehmt keine Gefangenen! Ich werde schwer erwischt. Ich fürchte, ich werde es schaffen. Sag, was du vor... Vorwärts! Vorwärts! Zum Sieg! Kann ich helfen? Worum handelt es sich? Sofort!
Wie kann ich helfen? Weiter! Das geht mir jetzt sehr gegen den Strich. Das habe ich so gar nicht mehr... Wo willst du hin? Alle da rein. Gewiss. Ja, hier schon wieder. Haben wir unser Geschäft nicht bereits abgeschlossen? Ich habe bei diesem Toten dieses Journal gefunden, in dem ein Raum mit einem Rätsel in der alten Zwergenbehausung dargestellt ist. Wisst ihr etwas darüber? Mir ist, als hätte ich schon einmal etwas darüber gelesen. Es ist ein rundes Rätsel aus drei Ringen mit Platten. Jeder Ring hat eine Platte, die die anderen Platten auf diesem Ring ausschaltet. Nach allem, was ich gehört habe, halte ich es nicht für gesund, mit dem Rätsel herum zu experimentieren. Es muss eine Möglichkeit geben, herauszufinden, welche Platten betreten werden können. Aber ich glaube, das Rätsel in diesem Raum hinter der Geheimtür, die sich hinter einer der Star... Oh, ich glaube, das Rätsel ist in dem Raum hinter der Geheimtür, die sich hinter einer der Statuen im Raum mit dem runden Tisch befindet. Ich werde mal sehen, was ich finden kann. Wenn ich es mir recht überlege, solltet ihr euch vielleicht einfach auf eure Intuition verlassen. Dann kann ich einigermaßen sicher sein, dass ihr mir nicht wieder einen überraschenden Besuch abstattet. Bandorf hat uns informiert, wir müssen zuerst durch einen Rätselraum, bevor wir in die Festung eindringen können. Anscheinend befinden sich darin drei Ringe, auf denen jeweils verschiedene Platten sitzen. Wenn wir recht verstanden haben, besitzt jeder Ring eine Platte, die die anderen Platten desselben Rings entschärft. Vermutlich sind die anderen Platten mit irgendwelchen Fallen bestückt. So, das reicht jetzt. Verteidigt euch, verbitterter alter Eremit. Ja, wir könnten ihn jetzt töten, aber nein. Danke, aber ich verlasse mich lieber auf euren ersten Vorschlag. Lebt wohl. Ja. Gewiss. Ich hoffe mal, dass ich jetzt einfach durchkomme, ohne ständig von Ettins und Mykolyden platt gemacht zu werden. Sterb! Was trägt sie eigentlich, was bei ihr Chaos auslösen könnte? Eigentlich nichts. Okay. Da ich keine Lust habe, mich mit weiteren Ettins und so rumzuprügeln. Hoffen wir einfach mal, das waren alle Ettins hier. Vorwärts! So, das heißt wieder in den Raum mit dem Tisch. So, und soweit ich mich erinnere, gibt es zwei Möglichkeiten, dieses Rätsel zu lösen.
Also erst einmal die Geheimtür aufmachen. So. Woran hast du gedacht? Ich tu's. Die erste Möglichkeit war, ein bisschen mit feinen Schärfen hier rumzuheizen. Außer natürlich, das haben sie rausgepatcht.